Haben wir auch niemanden vergessen? Heinrich, Lisa, Gustav, Paula, Bertha und Fritz. Da wären wir heute ja mal wieder alle beisammen. Bis auf einen. Wieso? Wer fehlt denn noch? Ach, der kommt eh nicht. Ach so. Du meinst Alex, den Ausreißer, der schon als Bub auf und davon ist? Ja genau, den jüngeren Bruder deines Papas. Den würde ich gern mal sehen. Das fehlte noch, den vergisst man besser. Ob der überhaupt noch lebt? Tja, Unkraut verdirbt nicht, sagt man, aber wer weiß. Wenn der mal käme, das wäre ein Onkel, wie nicht jeder hat. Und bestimmt amüsanter als die da. Nicht um. Ah, yes. Die Blumen fehlen auch noch. Was? Die sind immer noch nicht da. Ich gehe mal beim Robert in der Gärtnerei nachsehen, was da los ist. Hoffentlich bringt der die Blumen nicht selbst. Gens, der wird sich doch das nicht entgehen lassen, unser Anna zu sehen. Mein Mann hat's verboten, dass sie sich sehen. Ausgerechnet so ein Gärtnersbursche muss unserer Tochter den Kopf verdrehen. Ach, wenn es nur der Kopf ist, weiß nicht, was der mir alles verdrehen will. Die Blumen sind schon unterwegs. Gut, dann lass uns derweil rasch umziehen. Ich bleib, wie ich bin. Ich bin schön genug. Kathi, wird in der Küche auch alles zur rechten Zeit fertig werden? Ja, freilich, wenn es ums Kochen geht, bin ich pünktlich wie ihr Preis. Ja, und was schließt euch denn noch immer her? Da werden die Leberknödelsuppen, der Fisch, die Remouladensauce und die Gans. Und gefüllt ist die mit Äpfeln, Zwiebeln, Zwetschgen. Ich koche gern, ich koche gut, was man als Köchin kochen tut. Aber ich koch nur mit Gesang, dann braucht das Kalb nur halb so lang. Ich singe la la, wenn ich die Zwiebelscheiben schneid. Ich singe la la, wenn ich der Gans das Bäuchchen aus sie reiß. Und wenn ich zärtlich hineintun, die Krapfen ins brutzelnde Schmalz, mach ich die schönsten Finger. Brat, Wurst mit Spinat.
sage es gern durch die Blume, was ich auf dem Herzen hab. Ob ich heiße oder kühle oder zärtliche Gefühle oder andere Schmerzen hab. Ich sage es gern durch die Blume, denn jedes vergiss mein Nicht, fühlt so angenehm und es ist außerdem genauso duftig wie ein Gedicht. Robert! Anna! Genauso duftig wie ein Gedicht. Wenn du mir einmal im Leben meinen Herzenswunsch erfüllst, morgens bett ich dich auf Rosen und am Abend auf Mimosen und bei Nacht auf was du willst. Wie glücklich werden wir schweben im Garten bis höchst zur Zeit. Süße Lilie, deine Familie, die sind der einzige Bewusstsein. Robert, wenn jemand kommt. Es kommt immer jemand, wenn zwei sich küssen. Aber ich habe doch jetzt keine Zeit. Du weißt doch, mein Vater feiert heute seinen 70. Geburtstag. Ja, so ist das. Und ich bin wieder nicht gut genug für die vornehme Familie. Was kann denn ich dafür, dass ich mit der Rose in der Hand geboren bin und nicht mit dem silbernen Löffel im Mund? Ach, der Herr Robert persönlich, habe ich mir gleich gedacht. Kathi, du bist doch die Gescheiteste hier im Haus. Das will ich wohl meinen. Glaubst du, dass die Anna es wirklich ernst mit mir meint? Dass sie zu mir halten wird, auch gegen die ganze Familie? Ernst? Ich würde das fast tragisch nennen. Wenn ich so ein fescher Bursch wäre wie du, dann würde ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Ich würde sie mal zum Tanzen einladen. Und dann wirst du schon sehen, wie narrisch die Nacht dir ist. Tanzen, das ist eine Idee. Also, ich heb dir dann vom Pfaffenschnitzel was auf. Oder vom Gansarsch. Anna, jetzt ist es entschieden. Was? Morgen gehen wir tanzen und du ziehst genau dieses Kleid an. Aber Robert, jetzt soll ich ans Tanzen denken, wo wir heute hier ein Familienfest haben. Das interessiert mich momentan wirklich nicht. Ach so, so ist das. Du bist nicht interessiert an mir. Na, dann muss ich mich wohl für jemand anders interessieren müssen. Bitte, tu's doch. Es wird mir ja genug finden, die interessant sind. Allerdings, das wird mir nicht schwerfallen. Und da dachte ich schon, du meinst es tragisch mit mir. Robert! Sind denn alle Männer so blöd? Heute Abend an der Gartenmauer? An der Gartenmauer sehen wir uns. Bloß sehen? Vielleicht unterhalten wir uns auch ein bisschen. Zum Beispiel so? Sei nicht so frech. Wieso? Ich will doch mal eine Familie gründen. Und da muss man bei Zeiten den Grundstein dafür legen. Das war aber ein sehr unsolider Grundstein. Dann lege ich gerade noch einen drauf. Ich muss schon sagen. Gnädige Frau, darf ich Ihnen diese Rose überreichen? Ich sage es gern durch die Blume, adieu und auf Wiedersehen. Aber weil auf mich im Garten andere Stiefmütterchen warten, muss ich leider, leider gehen. Dem Gärtner stande zum Ruhme, sag ich nur leise zum Schluss, was sich schickt und zieht, das sagt man ganz verblüht, wenn man das Gärtner verduften muss. Wenn man das Gärtner verduften muss. Ich muss schon sagen. Ach, sag am besten gar nichts, Mutti. Schau dir die Blumen an.
Gefallen sie dir? Ja, ja, er gefällt. Ich meine natürlich die Blumen, sie gefallen mir. Aber weißt du was? Wir sollten auch unser Duett probieren. Es wäre zu schade, wenn wir uns vor der ganzen Verwandtschaft einen Patzer erlauben würden. Aber nein, wir können's. Und wenn's der Papa hört, dann... Schon 60 Jahre. Ich fühle mich stark wie ein Ochs. Und mit 70, da bin ich ja noch ein viel größerer Ochs. So ist das. Ah, wie herrlich. Die herrlichen Blumen. Wie stimmungsvoll. Wie schön ihr alles derangiert habt. Ja, und dann gibt's dann heute auch noch eine besondere Überraschung. Ja? Ein Duett. Um Gottes Willen. Ein Duett mit zwei Sägen? Nein, Bertha, ein Duett für drei Frauenstimmen und Pianoforte. Eigens von unserer Tochter Anna komponiert zum 70. Geburtstag ihres Vaters. Ach, du meinst also eher was Musikalisches? Ja, Bertha. Ach so, und selber kombiniert? Mensch, wo hat das Kind das nur her? Also, ich glaube, da wächst uns eine weibliche Beethoven heran. Ach, geh hör auf, das ist doch der mit der Erotika da. Dafür ist doch das Mädchen noch viel zu jung, gell? Wir wollten es gerade probieren, als ihr hereingekommen seid. Ach, ist die Box voll? Probiert's doch noch mal, bitte spielt's noch mal. Ja, komm, Anna, hol schnell die Kathi. Und wenn's der Papa hört? Der ist jetzt im Bad. Und wenn's Wasser rauscht, hört er ihn. Der hat nichts mehr. Kathi! Ja. Kathi, komm, ach, schön. Wir singen das Duett mal durch. Jubiläumsgrüße, ja. Duett für drei Frauenstimmen und Pianoforte. Ich weiß noch. Mhm. Und Pianoforte, komponiert zum 70. Geburtstag meines Vaters. Zwei, drei. Oh Jubilar, hör gnädig unser Singen. Deinem Geburt sag mir unser Glückwunsch bringen. Ach, wenn du wüsstest, wie sehr wir uns freuen. Und Blumen, dir streuen, und du. Herrschaftszeiten an der schönsten Stelle. Hat's euch denn wenigstens gefallen? Ja. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ganz, ganz stimmungsvoll. Oh, das ist Gustav. Ich höre ihn schon husten. Oh, hoffentlich verhustet der mir nicht mein ganzes Duett.
Aber Anna, er hustet schließlich nicht zu seinem Vergnügen. Nein, ich sage lieber ein hustender Mann als gar kein Mann. Seid still, das sind sie ja. Leidenden Verfassung. Na, das wäre ja noch schöner gewesen, ja? Wie meinst du das? Ich meine, also sie meinte natürlich, es wäre zu schade gewesen, wenn ihr heute nicht dabei gewesen wärt. Ach, stimmt's, Bertha? Oh, entschuldigt mich einen Moment. Ich habe da noch was vorzubereiten. Bitte, Fritz, schließ doch die Tür. Du weißt, Gustav kann Zug nicht vertragen. Dann wäre er doch lieber mit dem Auto gekommen. Ihr wisst doch, wie sehr er leidet. In seiner Jugend schon wäre er bei einem Haar beinahe erstickt an einem schrecklichen Katarz. Und meine Mutter meint beim ersten Bad bereits, hat mich geplagt, ein böser Hustenreiz. Und in der Schule sprach der Lehrer voller Wut, lateinisch mangelhaft, doch husten kann er gut. Wie er als Kind gehustet, hust er heute noch. Und von dem Schall hab ich im Trommelfell ein Loch. Ich müsste meine Gesundheit schonen. Halsarzt wohnen. Beim Essen muss ich eins betonen, ich huste ungewöhnlich laut nach sauren Bohnen. Ich kann auch meine Frau nicht küssen. Wenn ich das Wort vermissen müsste, denn schon bei den Verlobungsküssen hat ein Hustenanfall ihm die Brust zerrissen. Ich hoffe eins, wir beide husten mal gemeinsam. Das wär so schön gewesen, leider hust ich einsam. Bei unserer Hochzeit aß er nichts als Aspirin. Ach, für die Gesundheit. Ach, für die Gesundheit. Geb ich sogar mein Leben. Gesundheit, gebe ich sogar mein Leben hin. Ich hab den Nachbarn nebenan schon oft gestört, weil er mich täglich durch die Wände husten hört.
und auch am Stammtisch rückt man weiter von mir ab. Seit ich den Herrn den Schaum von mir gepustet hab. Noch in der Oper stört ihr, weil er unbedingt da unten lauter hustet, als man oben singt. Als ich noch Fußball spielte, da hielt man mir vor, ich hätte den Ball gepustet in das eigene Tor. Ich müsste meine Gesundheit pflegen. Er soll sich nicht ins Feuchte legen. Er darf sich nicht im Bett bewegen. Denn die Bewegung könnte den Hustenreiz erregen. Vom Husten ist sein Herz erweitert. Mein Blinddarm hat sich auch verbreitert. Im Amte wäre er fast gescheitert, weil die Kollegen sein Gehuste so erheitert. Und wenn ich eins auf Erden ausgehustet habe und einer hustet dann vielleicht an meinem Grabe, dann denkt mein Weib bestimmt, dass ich da unten bin. Ach, für die Gesundheit. Geh ich sogar mein Leben hin. Ach, für die Gesundheit, geh ich sogar mein Leben hin. Die Hauptsache ist, dass alle Rindviecher im Stall sind. Wie bitte? Das sagt man so unter Landwirten. Und dann wollen wir es richtig feiern, Gustav. Ja! Und denkt euch nur, die Anna, die hat kompostiert. Was hat sie gemacht? Ja, ein Duett. Wie ein wirklicher weiblicher Ganghofer. Ah, du meinst wohl Beethoven, Bertha. Ja, na schön, dann eben halt Beethoven. Auf jeden Fall hat sie es ganz selber für den Geburtstag vom Albert zum 70. gemacht. Spiel's doch nochmal, bitte, Anna. Nein, wir machen es erst bei Tisch. Da hört es die Paula noch früh genug. Wie? Dann höre ich's noch früh genug. Aber den anderen, den habt ihr's vorgesungen, oder? Paula, seid doch nicht so krötig. Nein, ich finde das nicht richtig. Ich finde, wir hätten es besonders verdient. Schließlich sind wir extra den langen Weg von Biberach bis hierher. Und das bei seiner schlechten Gesundheit. Also gut, wir spielen es nochmal. Extra für Onkel Gustav und Tante Paula. Kathi, wir machen es nochmal für die Paula. Jubiläumsgrüße, Duett für drei Frauenstimmen und Piano. Ja, siehst du, ich weiß es. Und Pianoforte, komponiert zum 70. Geburtstag meines Vaters. Zwei, drei. Oh, Jubilar, hör knäck ich uns auf singen, zu deinem Geburtstag wir auf dein Glück und schwingen. Ach, wenn du wüsstest, wie sehr wir uns freuen. Und Blumen, die streuen, wir streuen. Und du! Immer an der falschen Stelle. Das kann ja nur der Heinrich sein und die Lisa. Natürlich. Die reichen Leute können sich's wieder leisten, zu spät zu kommen. Paula, sei doch mal friedlich. Ach, immer auf mich. Ich muss doch so einen Leibmann haben. Da kann einem wirklich leid tun. Ja, und Sonntag. Ja,
Sekt. Danke. Zum Wohl. Ah, der ist aufgegangen. Gustav! Und denkt euch nur also, mein Fritz, der hat auch eine Überraschung vorbereitet. Was ist denn? Ein kleines Feuerwerk. Ein Feuerwerk? Na, hoffentlich pufft's ordentlich und stinkt nicht. Es riecht nicht alles gut, was kracht. Also, um 9 Uhr, wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, um 9 Uhr, wie gesagt, Punkt 9, da schießt es los. Schießt? Mhm. Ja. Oh Gott, ich sehe. Wo ist die Bischof? Beruhig dich, Paula, keine Angst. Auf dich schießt keiner mehr. Mit Stolz. Also, ja, Entschuldigung. Also, wir sind jetzt alle beisammen. Anna, hol den Papa. Ja. Oh. Soll ich die Kerze anzünden? Ja, frei. Das ist ja ein richtiger Meisterstück. Sagenhaft. Das hat Kathi selber gemacht. Oh, ich bin aufgeregt. Wie so einmal Kindstauf. Schön ein- und ausatmen. Der Papa. Oh, schnell. Sei schnell. Oh, ja, ja. Hör auf zu husten. Sonst hört er nie zusammen. Entschuldigung. Danke. 1, 2. Los. Eine Kunst, ein Fest und Fest, auf allem, das ist schön, das wünschen wir allen hier. Ich danke euch, euch allen. Ihr hättet mir keine größere Freude bereiten können, als dass ihr alle gekommen seid. Und wir wieder mal so recht gemütlich beieinander sitzen können. Da brennt sie nun zum 70. Mal die berühmte Kerze, das Lebenslicht. Und ich stehe als Jubelkreis hier. Tja. Wie bald wird man alt und steht schon am Ende? Auch wenn man als Bub in die Welt hinausrennt, da meint man, das sind sicher Ewigkeit sei. Und doch die Barrierchen, wie schnell sind's vorbei. Und doch die ja nicht in die gute Suppe hineintrinkst, Kathi. Allseits einen guten Appetit. Danke, gleichfalls. Thank you.
anhört. Mutti! Mutti! Sollen wir jetzt vor dem Fisch? Nein, nicht vor dem Fisch, nach dem Fisch, haben wir doch gesagt. Ich möchte aber doch lieber jetzt vor dem Fisch als nach dem Fisch. Was ist denn los vor dem Fisch, nach dem Fisch? Was ist denn los? Es ist überhaupt nichts. Doch, jetzt passt es viel besser. Kathi, komm, wir machen es jetzt. Was ist denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Eine Überraschung. Ein Duett, das Anna Albers zu seinem 70. komponiert hat. Jetzt? Mitten im Essen? Ja. Also, wie du 60 geworden bist, da hat man nicht so ein Aufhebens gemacht. Sie haben ja auch nicht gesagt, still! Sie sind bereit. Jubiläumsgrüße. Duett für drei Frauenstimmen und Pianoforte. Komponiert zum 70. Geburtstag meines Vaters. Jetzt ist alles verpfuscht. Anna, nicht weinen. Wir probieren es einfach noch mal ganz von vorne. Das ist doch nicht schlimm. Es tut mir leid, Papa. Jesus! Alex, der Aufreißer! Sehr erfreut.
er euch wohl nicht träumen lassen, den Alex dereinst so wiederzusehen. Nee, ganz, ganz sicher nicht. In meinen schlimmsten Albträumen nicht. Stell mich mit Respekt vor, als Zirkusdirektor. Dass er sich nicht geniert, ein Idee renommiert und den Lärm hier vollführt. Oh, ich bin schockiert. Man hat's nicht leicht. Dass sich der nicht geniert, ist man's erreicht. Ein Idee renommiert, aus eigener Kraft und den Lärm hier vollführt. Hab ich's geschafft. Erstritten am Licht, Hunger und Kälte und Durst, sie bezweifeln mich nicht. Ich hab's vollbracht, das große Glück hat mir gelacht. Verwöhnt mich, hat reich und glücklich mich gemacht. Man hat's nicht leicht. Bis man sein Ziel erreicht. Mit 18 Jahren, da zog ich aus, gar jung und fröhlich, doch arm wie eine Kirchenmaus, ganz unerfahren in dieser weiten Welt. Zwei starke Arme, ein kecker Mut, zwei helle Augen, ein feurig brausend Künstlerblut, ein Herz voll Sehnsucht, das war mein einzig Gut. Jawohl, von der Pike auf habe ich gedient. Habe Schwerter geschluckt und Feuer gefressen. Und heute? Seht mich an, Direktor eines erstklassigen Unternehmens. Ein Riesenbetrieb ist mir unterstellt. Eine auserlesene Künstlerschar. Drei Löwen, zwei Menschenaffen, sechs Vollblut-Araber. Und alles unter meiner Direktion. Obolski, der Name hat Klang in der Welt. Obolski kommt, wenn der Ruf durch die Straßen halt, dann wird das Volk lebendig. Das muss man gesehen haben, da muss man dabei gewesen sein. Das zu erreichen war mein Ziel. Und ich bin am Ziel. Bravo! Wer ist das? Das ist Anna, unsere Tochter. Eure Tochter, meine Nichte, reich mir die Hand. Als ich von dannen zog vor vielen Jahren, da waltest du noch in paradiesischen Gefilden. Und jetzt stehst du vor mir in lieblich leiblicher Gestalt. Meine Nichte. Glückliche Eltern, die solch ein Geschöpf kreierten. Onkel! Onkelchen! Onkelchen, wie süß! Iduna, deine Nichte. Iduna heißt unsere neue Schwägerin. Gar nicht übel. Komelle Jolie, Appetit. Ich bin entzückt, mein Kind. Umarmen Sie mich bitte. Sie sind so reizend. Tante. Oh, bitte sagen Sie nicht Tante zu mir. Ich liebe nicht dieses Wort. Das klingt so wie Gouvernante. Sagen Sie doch Freundin zu mir. Ja, ich glaube, wir zwei, wir werden uns sicher sehr gut verstehen. Und vielleicht, wir kommen einmal auch in diese Stadt zu geben große Gala-Vorstellung. Wann kommen Sie mit dem Zirkus? Ich weiß noch nicht, aber vielleicht im nächsten Jahr. Aber müssen wir immer sagen Sie, das sein so kann? Wollen wir nicht lieber sagen Du? Von Herzen gern. Weißt du was? Morgen, wir müssen zurück zum Zirkus.
Möchtest du nicht mit uns kommen? Das wäre himmlisch. Sofort. Aber Anna, das geht doch nicht. Warum nicht? Ich möchte auch mal die Welt sehen. Anna, ich habe doch auch Ambitionen. Seht ihr es nicht ein, sie hat's im Blut. Das ist ein Wein, der niemals ruht. Das ist ein Rausch, der sprengt jede Tür und nimmt zum Tausch die Freiheit dafür. Wenn es uns treibt von Haus und Herd, das Wandern ist der Mühe wert. Und sind wir sieben Meere fort von diesem Ort, dann bitte sagt, falls einer nach uns fragt. Die Welt ist groß und weit und uns gehört die Zeit. Wenn zum nach Hause geht, dazu ist uns die Welt so schön. Wer mit dem Zirkus reist, der weiß, was Leben heißt. Es gibt unendlich viel zu sehen. Die Welt ist groß und weit und schön. Das ist ein Gefühl, auf das Untrapid zu steigen, im großen Zirkuszelt, bei einem süßen Klang der Geigen, seine schönste Künste zeigen, mit einem Lächeln sich vernahmen. Erinnert mich an meinen Vater. Habe ich das tatsächlich? Wirklich? Ja.
an meinen Vater, denn er hatte auch so ein großes, ernstes Gesicht wie Sie. Und so ein großer Stolz wie Sie. Sie sind sehr charmant. Und so ein frischer roter Teint wie Sie. So ein Schweichelkätzchen. Ich bin so glücklich, dass Sie alle haben so großes Interesse an meinem Vater. Ja, sicher. Aber er ist schon seit vielen Jahren selig im Himmel. Oh. Aber wollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Ich bin von der Reise ein bisschen müde geworden. Oh, merci. Sie sind so charmant. Oh, mein Vater, ich könnte sehr viel erzählen von ihm. Sehr viel. Was hat er denn gemacht, Ihr Herr Vater? Il était un grand artiste. Was war er? Er war ein Künstler. Ein großer Künstler, wie es nicht geben wird, einen zweiten. Welche Art von Kunst hat er denn betrieben, Ihr Herr Vater? Er war ein Clown. Ein Clown. Ein Clown. Nicht möglich. Er war ein wunderbarer Clown. Heute gibt es keine Clown mehr wie er. Wir oft standen in die Manege, um zu schauen, wie er arbeitet. Papa, wie ein Pfarrer sprang hinauf auf die Saal. Hallo, hallo, hallo. Er spreizte die Beine ganz breit auseinander, sprang hoch in die Luft und stand auf mich an. Hallo, hallo, hallo. Er lachte und machte ganz sachte und rief: Hallo, 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 hallo. Er rief auf die Sand, halt hoch in den Luft, hallo, hallo, hallo. Das konnte er machen 12 Mal.
die Luft. Hallo, hallo, hallo. Das alles, das macht er in schwindlige Öl. Papa war die Klo von die ganze Soiree. Hallo, hallo, hallo. Anständiges Mädchen niemals zum Zirkus gehen würde. Natürlich, Familie, Konventionen. Wenn ich lieb hab, soll ich nicht sehen. Zum Tanzen soll ich nicht gehen. Brav sein soll ich, zu Hause sorgen soll ich um alles wegen eurer Konventionen. Aber Anna, jetzt sei doch vernünftig. Nein, ich will heute nicht. Ich will nicht mehr vernünftig sein, zu lernen, weil ich von dem Weg in Zeit vor Freude
deine Autorität. Ich koch nichts. Setzt du dem Kind auf der Stelle den Kopf zurecht. Anna, deine Mutter spricht mit dir. Ich bin kein Engel.
so. Ich bin doch... Verschnauf! Setz dich! Jetzt rede ich. Bitte? So, zum Zirkus wirst du also gehen. Dein Zirkusonkel hat dir den Kopf verdreht. Lockruf der Freiheit! Hinaus in die weite Welt! Und so weiter und so weiter. Ich meine, dass du von denen da fort bist, das verstehe ich ja. Aber wenn du durchaus durchbrennen musst, dann brenn mit mir. Robert, du weißt doch, die Eltern werden es nie erlauben. Was? Dass wir heiraten. Nun, mir scheint, deine Mutter ließe dich noch lieber mit mir gehen, als mit diesen Zigeunern da. Ich will die Welt sehen, selbstständig werden, einmal auf eigenen Füßen stehen. Auf eigenen Füßen schon. Aber doch nicht gleich auf dem Drahtseil. Du wirst nur das Gleichgewicht verlieren. Das ist alles. Ich will mich nicht jedes Mal heimlich wie eine Diebin aus dem Haus schleichen, um dich zu sehen. Ja, und wenn ich zum Zirkus gehe, dann werde ich reich und berühmt. Und dann komme ich zurück zu dir und dann können wir heiraten. Na toll. Und ich lebe dann von deinem Zirkusgeld. Und am Sonntag darf ich vielleicht ab und zu mal noch das Trapez putzen, oder was? Du verstehst mich nicht. Anna, glaubst du denn nicht, dass ich es auch mal zu etwas bringen werde? Gewiss glaube ich das. Aber... Es dauert dir zu lang, nicht wahr? Schau, Anna. Es ist sehr selten, dass zwei Menschen sich so lieben und verstehen. So wie du und ich. Und wenn du bei mir bleibst, dann schaffe ich es, dann werde ich was. Aber wenn du jetzt von mir fortgehst, was wird dann aus mir? Gar nichts. Für wen soll ich die schönsten Blumen des Jahrhunderts züchten? Für die Welt allein? Das zahlt sich nicht aus. Robert, wenn du so mit mir sprichst, dann weiß ich erst recht nicht mehr, was ich tun soll. Vergiss den Wanderzirkus. Komm mit mir, wir werden schon einen Weg finden. Und der schönste Weg wird immer der von deinem Mund zu meinem sein. Dir so mit dir, ich würde rein.
warte hier auf mich, ich komme zurück! Robert, bleib doch! Anna! Zum Zirkus will sie gehen, hat man das je gesehen? Das kann man nicht, das darf man nicht, das lässt man nicht geschehen! Und wenn ihr noch so schreit, es ist nun mal so weit! Und was ihr für Gesichter schmeckt, ist mir so lang wie breit! Anna Kürzt, ich bin in deinem Verderben! Was die Folgen sind. Wenn du gehst, so werd ich dich enterben. Wenn du gehst, bist du nicht mehr mein Kind. Onkel Obolski! Lasst mich reden mit dem Kind. Ihr habt das arme Hühnchen ja völlig durcheinander gebracht. Anna! Wollt ihr sie wohl in Frieden lassen? Anna! Hinein zu euren Kaffeetassen. Anna! Als ob sie aus dem Urwald kämen. Ja. Man muss sie wie die Bestie zähmen. Aber Kind, was gibt's denn? Ich weiß es nicht. Ich bin ganz durcheinander. Ich möchte gern lachen. Ich möchte aber auch gern weinen. Ich möchte fort mit dir, Onkel. Ich möchte aber auch hier bleiben. Und das will ich wiederum auf gar keinen Fall. Was soll ich tun? Aha, Künstlerblut. Meine Funken haben Feuer gefangen. Dein Herz sagt dir ganz richtig, wohin du gehörst. Zu mir, zu uns. Zum Zirkus. Das würde ich gern. Aber meine Mutter, mein Vater, vielleicht habe ich auch Angst. Ich war doch noch nie von zu Hause weg. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben beim Zirkus überhaupt ist. Angst, die brauchst du überhaupt nicht zu haben. Wenn man jung und schön ist und Talent hat, dann ist das Leben wie ein Rausch. Dann ist der Zirkus eine Welt der Freiheit, eine Welt des Glanzes, die jederzeit aus dem Nichts entstehen kann. Da, wo man gestern gar nichts sah, wächst wie ein Wunder über Nacht, märchenhafte Pracht, ja. Da, auf dem vogelfreien Feld, das Zelt und die Menschenmenge naht und da hängt auch das Plakat, wo der tolle Akrobat mit Tigern tanzt auf hohem Draht. Da sagt man, ah, jetzt ist er da, der ganze Zirkus, ja, da ist er und allgemein sieht jeder ein, man muss dabei gewesen sein, denn diese Luft und dieser Duft, das ist ein Rausch, ein lang vermisster. Die Erde bebt, die Jungfrau schwebt. Das hat die Welt noch nicht erlebt. Da sagt man, ah, jetzt ist er da. Der große Tag, tschink, bum, trara. Herbei, herbei, ein Kind ist frei. Das ist die Zirkuszauberei. Das freut die Leute so, denn alle sind heute so drin.
Sie uns bitte die richtigen Töne. Thank you.
Damen und Herren, habe ich die hohe Ehre und das Vergnügen, einem erlauchten Hause Frau Direktor Iduna zu präsentieren. Sie zeigt Ihnen in einem sensationellen Dressurakt ihr Lieblingspony Johnny! Das brauchen wir doch nicht. Hat, als auf das Verhältnis zwischen Nichte und Onkel. Touché!
O Eifersucht, du grüngeäugtes Scheusal! Scheusal! Aus dem Weg! Jetzt zeig ich sie! So! Jetzt hat sich das mit dem Hauswissen doch wohl erledigt. Hier hat sich noch gar nichts erledigt. Wann bin ich an der Reihe? Jetzt!
Danke. Um Gottes Willen, du wirst ja wieder krank werden. Wo ist Anna? Anna? Oh, die ist doch mit dem neu aufgetauchten Onkel. Geht sie zum Zirkus? Heute noch? Kathi, eins sage ich dir. Wenn die Anna wirklich zum Zirkus geht, dann wirst du morgen meinen Namen in allen Zeitungen lesen können. Und zwar auf der Titelseite. Ach Robert, auf der Titelseite stehen doch nur die Mörder und Minister. Eben. Und da ich schwerlich bis morgen Minister werden kann, Gottes Willen, Robert, was hast du vor? Dieser Onkel, dieser Blaubart, dieser Onkel ist ein... Ein was, Monsieur? Ein... Ach, Sie werden schon merken, wenn Sie erst einmal Witwe geworden sind. Witwe? Sie wollen meinen Gatten töten? Er hat mein Leben zerstört, Madame. Er hat mir meine Liebe gestohlen. Er hat sich in das Herz von meinem Mädchen hineinschunkliert. Ich wusste gar nicht, dass Anna so eine charmante Bräutigam hat. Was ist Ihr Beruf? Blumenkultivateur? Ich liebe Blumen sehr. Wenn man mir meine Anna nimmt, dann wird man alle Blumen, die ich ihr zu Lebenszeiten schenken wollte, auf mein Grab streuen müssen. Oh, mourir à votre âge. Unsinn. Seien Sie unbesorgt. Was haben Sie vor? Ich werde mir ein bisschen etwas einfallen lassen, dass ich nicht bis an mein Lebensende schwarz tragen muss. Weil schwarz steht mir nicht. Aber haben Sie keine Angst. Sie werden noch viele Blumen und anderes mehr für Ihre Anna züchten. Compris? Oui, madame. Ich bin so froh, bei dir zu sein. Wirklich? Ja. Weißt du, nun bin ich nicht mehr so allein. Allein? Anna, beim Zirkus ist immer so viel Trubel. Aber oft, man ist auch sehr einsam. Immer eine Stadt nach der anderen. Nie ist man daheim, so wie du unter deine liebe Leute. Ewig rollt man weiter. Du verstehst? Compris? Und deshalb bin ich so froh, dass du mit mir sein wirst. Und ich jemand habe, mit dem ich sprechen kann. So von Frau zu Frau. So frisch von das Leben weg, du verstehst? Ja, aber du hast doch Onkel Obolski. Ach ja, mein Kind. Er ist ein wunderbarer Mann. Aber oft, es ist, wie sagt man, nicht so leicht mit ihm. Par exemple, im Winter hatten wir Esmeralda, eine spanische Tänzerin, tanzte auf hohem Seil, toll, kühn und wild. Und Alexandre, er bewunderte sie zu sehr. Und im Frühling hatten wir Fatima, eine indische Schlangengöttin. Ging immer verschleiert, mysteriös. Und sehr geheimnisvoll. Und Alexandre, er war fasziniert. Ach ja, und wer weiß, eines Tages entdeckt er ein junges Mädchen und macht eine große Star aus ihr. Und so weiß man nie, was morgen sein wird. Er ist mein Mann und ich gehöre ihm, solange ich leb und er mich liebt. Ach, sein Blick sagt nur komm und ich erinnere.
ganz von selbst erging. Ich weiß, ich weiß, er schaut auch andere an, doch die vergisst er. Mein Gott, so ist er. Frau nachdenken, wenn sie so festgehalten wird. Die Welt ist groß und weit und uns berührt die Zeit. Und wenn nach Hause gehen, dazu ist uns die Welt Worte, die
schweig doch, sei nicht so abscheulich. Schweig doch, mach den Kugel schrei. Schweig doch, ihr behebt und keulich. Schweig doch, mach ja nichts dabei. Ha, es ist unerhört, mit der sind wir empört. Die weiß ja nicht, was Anstand ist und was es hier gehört. Die weiß ja nicht, was Anstand ist und was es hier gehört. Die weiß ja nicht, was Anstand ist und was es hier gehört. Was gibt's? Ja, du bist schuld an all dem hier. Nichts als Zank und Streit hast du ins Haus gebracht. Wärst du geblieben, wo du warst, es hat dich keiner gerufen. Genau, vor 30 Jahren bist du auf und davon, ja? Hört doch auf, ich bitte euch. Und jetzt kommst du und wagst es uns, so einen ins Haus zu bringen. Geblieben. Was habt ihr denn geleistet? Ihr habt euch bei Zeiten in die Wolle gesetzt und eingewickelt. Ihr klettert sorgsam eure Leiterchen hinauf und habt doch nur ein Zipfelchen vom Leben erwischt. Oh, ihr Mehlwürmer und Stockfische, nichts seid ihr! Nicht den Himmel, das Rauschen der Wälder, das Brausen der Meere, die Stille der Felder. Wir geben lieben Leben und schenken und geben. Hört ihr die Fanfare? Herbei nun in Scharen. Abschiedsvorstellung des großen Obolski. Herein spaziert, Damen und Herrschaften. Aber ihr, meine Lieben, ihr zahlt das Entree. Ja, das ist das Ende vom Lied. Wir verstehen einander nicht. Zwei Welten, die nie zusammenkommen. Leb wohl, Albert. Dich wollte ich noch einmal wiedersehen. Dabei sein bei deinem 70. aus alter Liebe. Und seid ohne Sorge. Wir werden euren Weg nicht mehr kreuzen. Aber Alex. Unser Gastspiel ist zu Ende. Iduna, komm. Mein teures Weib. Ich war so glücklich diese Stunde. Ach, viel zu schnell verging die Zeit. Meine Damen und meine Herren, leben Sie wohl. Es hat mich sehr gefreut. Wir gehen, mein Kind. So bald? Kommst du mit? Oh.
Gustav, wir gehen. Gustav? Gustav! 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 Ja, wo ist seine Ring? Ja, wo ist seine Ring? Ja, wo ist seine Ring? Ade, Paula, du warst mein Hustenreiz. Aber Gustav, du bist ja betrunken. Ach was, Paula, lieber ein Clown sein im Zirkus, als ein Hans-Wurst zu Hause. Ich gehe zu meinem Bruder Obolski und zu meiner schönen Schwägerin. Die du. Gustav, das sei doch vernünftig! Nein! Ich will nicht mehr vernünftig sein! Ich will nicht mehr vernünftig sein! Ich will nicht mehr vernünftig sein, solange mein Vernünftig und stirbt der ganze Himmelleib. Ich muss der Fall, jetzt kann ich nicht. Dann hab ich endlich hinter mir das ewige Geschrei von mir. Du weinst mich jetzt verhältnismäßig, mein häusliches Gefängnis. Und wenn du noch so hustest, ich hab es ausgehustet. Gustav, so hör doch! Gustav, so hör doch! Ach, ihr könnt reden, was ihr wollt. Ich bin normal, ich bin total, perfekter.
Medienbericht. Ella Mob, Ella Mob, Ella Mob. Ja, Bürger und Zirkus vertragen sich nicht. Das ist die Moral von dieser Geschichte. Ella Mob, Ella Mob, Ella Mob. Nun heißt es auf Wiedersehen, ihr war so wunderschön. Doch jetzt ist es Zeit zu gehen und dann wieder ab. Ella ab, Ella ab, Ella ab, Ella ab, Ella ab, Ella ab, Ella ab. So lasst doch den Bürgern ihr Hütchen im Topf. Ella ab, Ella ab, Ella ab. Für uns ist das Leben ein langer Galopp. Was rief dein Papa immer zu ohne Stopp? Ella ab! 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 Thank you.